neuen Bericht vorlegen und heute Nacht noch will der amerikanische Präsident sich wieder an sein Volk wenden. Die Engländer haben vorgeschlagen, Saddam noch einmal einen einwöchigen Aufschub zu geben. Es ist wohl ein Resultat des Schulterschlusses von Moskau, Paris und Berlin. Wenn Saddam jedoch in dieser Woche nicht komplett abrüstet, so Tony Blair weiter, dann wolle man auch ohne Zustimmung des Weltsicherheitsrates einmarschieren. Es wird also eng, nicht nur im Sicherheitsrat selbst. Bekommt Amerika ein UN-Mandat oder nicht? Kommt der Krieg oder nicht? Fragen, die wir heute nicht nur anreißen, sondern eben streckenweise auch beantworten wollen. Otto Schilly, erste Frage geht an Sie. Meinen Sie, der Krieg ist noch aufzuhalten, egal was der Blicksbericht am morgigen Tag vorlegen wird, egal was an Diplomatie in der Zwischenzeit noch stattgefunden hat? Kommt der Krieg? Fragezeichen. Ich bin von Hause Optimist und deshalb glaube ich immer noch, dass auch ein Krieg vermeidbar ist. Jedenfalls sollten wir darauf hinarbeiten. Fragen wir gleich die politische Gegenseite. Ruprecht Polenz, Sie sitzen im Auswärtigen Ausschuss, Sie sind der Präsident der Deutsch-Atlantischen Gesellschaft. Sie kennen sich aus in außenpolitischen Fragen. Wie wahrscheinlich erachten Sie einen Aufschub oder gar ein Nicht-Stattfinden dieses Krieges? Also ich hoffe, dass es ohne Krieg abgeht. Die Erwartung geht allerdings von Tag zu Tag mehr dahin, dass Saddam Hussein nicht kooperieren wird, wie es die Resolution 1441 verlangt, und dass dann deshalb der zweite Teil der Resolution zum Tragen kommt und er die ernsten Konsequenzen, sprich eine militärische Intervention, gewärtigen muss. Bob Geldof, freue mich sehr, dass Sie auch heute Abend hier in der Sendung sind. Sie haben 1984 unter dem Eindruck der Hungerkatastrophe in Äthiopien dann für 85 ein großes Konzertprojekt veranstaltet, Band Aid, und haben mit diesem Konzert innerhalb kürzester Zeit 8 Millionen Pfund zusammenbekommen, um den Hunger in Afrika zu bekämpfen. Haben Sie schon mal erwogen, für den Fall eines Krieges gegen den Irak eine ähnliche Aktion wieder zu starten? Oh no, it was 100 million. Nein, das waren eher 100 Millionen Pfund. 100 Millionen Pfund. No, it would be completely inappropriate. And we don't have the time. Und wir haben auch nicht die Zeit. Es wird nur noch Tage dauern vielleicht, bevor es eine Resolution geben wird. Und das hat nichts mehr mit den Vereinten Nationen Könnten zu tun. Sie erklären, warum Sie es für völlig unangemessen hielten? Weil man 100 oder eine Million Konzerte und Millionen von Menschen in der Welt dazu bringen kann, zu sagen, dass sie keinen Krieg wollen. Und viele politische Führer glauben, dass es geopolitische Gründe gibt. Tony Blair glaubt, dass er einen moralischen Krieg kämpft für das irakische Volk. Das glaubt er. Und George Bush hat außenpolitische Ziele, die er für richtig hält, und die anderen und Deutschland haben auch andere Interessen. Und ich glaube, dass die Tatsache, dass man auf die Straße geht, ich glaube, das wird keine großen Unterschiede ausmachen. Professor Ibrahim, Politologe an der FU hier in Berlin, kennt sich sehr gut aus im Nahen Osten, im arabischen Raum. Womit rechnet die arabische Welt? Mit dem Krieg. Einfach mit dem Krieg. Es gab also Vorschläge, die eigentlich den Konflikt ohne den Krieg geregelt hätten. Also der Vorschlag von den Arabischen Emiraten, Saddam Hussein, möchte zurücktreten. Aber er betrachtet die Forderung, zurückzutreten, als eine Beleidigung für den Irak. Nicht nur für sich persönlich, sondern auch für das Land. Und ich denke, ohne diese Lösung ist hier keine andere Option. Wie soll man mit 200.000 Soldaten in die Region kommen, mit so einem Konflikt, der 10 Jahre und mehr alt ist, und unverrichtete Dinge zurückkehren? Also das ist ja unvorstellbar. Die arabische Welt will den Krieg nicht, hat eine Option. Diese Option wurde leise artikuliert. Man wagt es nicht, gegenüber von Saddam Hussein ganz frech aufzutreten, und er hat von vornherein abgelehnt, zurückzutreten. Ich möchte nicht zurücktreten. Wird ein solcher Krieg Ihrer Meinung nach im arabischen Raum zu einer Destabilisierung führen oder eben genau zu dem, was Bush und Blair sagen, zu einer Stabilisierung der Situation? Die Region ist heute instabil, äußerst instabil, ökonomisch, politisch etc. Und ich denke, die Amerikaner haben ein Projekt ausgedacht. Sie wollen die Region verändern. Ob sie das
ob sie Erfolg haben würden, sehr fraglich. Ich habe auch Angst für die Zeit nach dem Krieg. Was ist, wenn die Türkei, bleiben wir im Irak, was ist, wenn die Türkei mit 100.000 Soldaten oder mit 50.000 Soldaten in den Irak einmarschiert? Gerade und versucht die Irak, Kurden, wo auch viele Kurden leben. Entwaffnen. Mhm. Ja? Und das Experiment der Kurden, das Land zu demokratisieren, unterbrechen, etc., etc. Also wir würden einen Krieg im Krieg haben und das ist ja sehr gefährlich. Mhm. Und wo bleibt der Iran? Der Iran könnte sich auch einmischen. Nicht wenn nicht direkt, dann indirekt. Also es gibt viele, viele Konflikte. Ja, wir werden wenigstens auf einen Teil dieser noch zu sprechen kommen in dieser Sendung. Möchte natürlich nicht verabsäumen, auch den fünften Gast hier heute ausgesprochen herzlich zu begrüßen. General Naumann, an Sie die Frage, müsste man nicht eigentlich mittlerweile formulieren, dass sich die USA und Großbritannien in einer Isolation befinden? Ich glaube das nicht. Sie werden auch sehen, wenn die Resolution Nummer 18, nicht Nummer 2, zur Abstimmung gestellt werden sollte, dass aller Voraussicht nach eine große Zahl von Staaten im Sicherheitsrat dann doch dem amerikanischen Vorschlag zustimmen werden. Ich habe auch wenig Zweifel, dass einige der Sicherheitsratsmächte, die jetzt groß tönen, dass sie möglicherweise ein Veto einlegen, dann, wenn es zur praktischen Abstimmung kommt, ganz anders sich verhalten werden. Hier spielen andere Interessen eine Rolle. Und wenn der Frieden, auf den ich ja auch noch hoffe, überhaupt irgendeine Chance noch hätte, dann wäre das nur zu erreichen, wenn die ganze Welt geschlossen stünde und Druck auf Saddam Hussein ausüben würde. Mhm. Das wird aber gerade durch das, was Sie vorhin eingangs erwähnten, durch diese Dreieraktion, wird dieser Druck eher reduziert und von daher wird der Krieg wahrscheinlicher. Gibt es nicht aber eine entschlossene Geschlossenheit in der Forderung, den Irak zu entwaffnen? Ja, nur dann fängt natürlich die mangelnde Logik bei einigen an. Bei wem? Zum Beispiel bei uns. Es wird zwar gefordert, dass man den Irak entwaffnen soll, aber wenn es darum geht, wie man es machen soll, dann wird der Gesang bang und bänger und dann wird auf den Druck von außen verwiesen. Das heißt, der Druck, der von den Amerikanern und den Engländern gemacht wird, von sonst ja niemanden. Also wenn man das logisch bis zu Ende durchdenkt, so bitter das klingt, aber dann muss man eben doch irgendwann sagen, wenn alle Mittel der Politik versagt haben, dann muss man auch das äußerste Mittel der Politik als Drohung anwenden. Vielleicht besteht da noch eine Chance. Frage an den Kabinettskollegen Otto Schily. Für wie wahrscheinlich halten Sie es, dass es zu einer zweiten Resolution... Also, dass Herr Naumann mein Kabinettskollege ist, wüsste ich nicht. Aber an den Kabinettskollegen, ich würde ihn auch sofort abschreiten. An den Kabinettskollegen von Joschka Fischer. Stimmt, war ein bisschen kurz geschlossen, hätte ich noch dazu sagen müssen. Otto Schily, Kabinettskollege von Joschka Fischer. Für wie wahrscheinlich halten Sie, dass diese zweite Resolution angenommen wird und überhaupt eingebracht wird im Weltsicherheitsrat, ja oder nein? Ja, es gibt Vorbereitungen in dieser Richtung. Es gibt auch schon Vorentwürfe, es gibt auch vermittelnde Vorschläge. Aber ich bin kein Prophet, der beurteilen kann, was sich in der nächsten Woche entwickelt. Dass die Vereinigten Staaten von Amerika und Großbritannien ihren Druck in Richtung einer zweiten Resolution verstärken, das haben wir ja alle erfahren. Aber interessanterweise sagen ja einige hier unter uns, schon die erste Resolution reicht für ein Eingreifen. Wenn ich Herrn Polenz richtig verstanden habe, dann sagt er, die erste Resolution enthält schon sozusagen eine militärische Option. Das wird allerdings von anderen anders gesehen. Und wenn, die Vereinigten Staaten von Amerika und Großbritannien jetzt nach einer zweiten Resolution Ausschau halten, dann scheinen sie die erste Resolution anders zu interpretieren. Man muss... wenn man eine solche Sachfrage beurteilt, mal jenseits der Opfer, die ein Krieg fordert und die schrecklich sein könnten, ich sage es mal vorsichtig, muss man doch immer sich überlegen, was sind die Konsequenzen eines Krieges auch in andere Richtung. Das tun wir doch an anderer Stelle auch. Die Amerikaner wissen sehr genau, dass ein militärisches Eingreifen in Nordkorea, obwohl unter den ganzen Bedingungen, die sonst hier geprüft werden und als Argument für einen Krieg herangezogen werden, eigentlich der nordkoreanische Situation viel schlimmer ist als die noch im Irak, wenn überhaupt etwas noch schlimmer sein kann. Man sagt dann, ja, wir wollen es nicht so weit kommen lassen im Irak wie in Nordkorea. Gut, das ist ein Argument, was man auch wägen muss. Aber es ist zunächst einmal erlaubt, rein methodisch zu fragen, ist ein Krieg denn etwas, was uns in eine bessere Lage bringt oder nicht? Und da muss ich aus der Situation, Frau Illner, lassen Sie mich den Einsatz noch sagen. Da muss ich dann auch die destabilisierenden Effekte beurteilen. Was würde denn sein, wenn am Ende eines Irakkrieges wir vielleicht Herrn Hussein, dem ich keine Tränen nachweinen würde, beseitigt hätten, aber im Pakistan
ein islamistisches Regime ans Ruder käme als Konsequenz eines Rückwirkungseffektes. Dann hätten die direkten Zugang zu Massenvernichtungsmitteln. Mhm. Also auch diese Fragen muss man doch bedenken. Gehen wir der Frage nochmal nach, kehren dann aber unbedingt nochmal in Richtung UN zurück und zweite Resolution. Aber erstmal interessiert mich dann auch wirklich die Gefahr oder besser gesagt Ihr Bild von dem, was ein solcher Militärschlag, Herr Polenz, ausrichten würde im arabischen Raum. Wie groß ist die Gefahr, dass es erstens zu einer Balkanisierung des Iraks käme, also einem Zerfall des Irakes? Wie groß ist die Gefahr, dass andere Staaten wie Syrien oder eben beispielsweise das Ayatollah-Regime im Iran dadurch eine entsprechende Aufwertung erfahren würde? Wie groß ist eben wirklich die Gefahr eines neuen Kessels, der da entsteht? Wenn man mal mit der Situation im